die Jahrmarkt der Mundart. Oder der Jormarker Dialekt. Jahrmarkt im Sinne von Warenkauf und Verkauf. Gelegentlich auch von Warentausch. Den gab es befristet auch in Jahrmarkt. Aber vielmehr noch war es Hort des täglichen Seins, der Begegnung, des Austausches von Meinungen und Überzeugungen oder auch des Rückzugs hinter den eigenen Zaun. Infolgedessen mit vielen schönen Seiten und manchmal auch mit Zwist und Hader behaftet. Es. Natürlich es. Denn Jahrmarkt war ein Dorf. Ein Dorf wie alle Dörfer, also auch ein Jahrmarkt der Gefühle mit gelegentlichen Eruptionen. Aber auch äußerlichen Einflüssen, sprich politischer oder heute schon eher zeitgeschichtlicher Gewalt, ausgesetzt. Es war ein sogenanntes banatschwäbisches Dorf in der Banater Hecke. Nicht, dass es vom Erdboden verschwunden wäre. Ganz im Gegenteil. Es lebt weiter, nur eben nicht als banatschwäbisches Dorf, sondern als rumänisches Dorf mit dem Namen Jarmata. Geografisch ist es am östlichen Rand des Pannonischen Beckens anzusiedeln. Sein Weichbild ist schon leicht von den Ausläufern der Westkarpaten geprägt. Im Zeitraum 1720-1787 siedelten die Habsburger auch in dem damals von Serben bewohnten Dorf Jarmat deutsche Bauern und Handwerker an. Die Siedler kamen aus Schlesien, Österreich, Elsass, Böhmen, Mähren, Bayern, Baden, Württemberg, Hessen, Luxemburg, Lothringen, aber vorwiegend aus der Pfalz. Alle brachten ihre Mundart mit. Im Laufe der Zeit entstand daraus eine Mischmundart, die am stärksten von den Sprachmerkmalen der zahlenmäßig größten Siedlergruppe geprägt ward. Also den Pfälzern. Den höchsten Bevölkerungsstand erreichte Jahrmarkt genau um die 19. Jahrhundertwende. Im Jahre 1900 hatte das Dorf 4.970 deutsche Einwohner. Die letzten Deutschen haben das Dorf in den Monaten nach dem Sturz der kommunistischen Diktatur an Weihnachten 1989 verlassen. Man kann davon ausgehen, dass heute noch ungefähr 3000 Menschen, die meisten von ihnen leben in Deutschland, den Jormarker Dialekt sprechen. In spätestens 50, 60 Jahren wird er endgültig ausgesprochen sein. Die Sprecher dieser Mundart haben die Entstehungsheimat ihrer Sprache verlassen und sind heute dem Assimilierungsprozess eines anderen sprachlichen Umfelds ausgesetzt.